Herzlich willkommen beim eLab Innovationspodcast, dem Podcast zur Elektromobilität für Forschung und Industrie. Mein Name ist Simon Voss, ich bin Geschäftsführer des eLabs der RWTH Aachen und freue mich heute, Abdullah Yaber, Geschäftsführer von Trailer Dynamics, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Gemeinsam möchten wir über neue Konzepte im Transportwesen und der Logistik sprechen. Genauer genommen über die Elektrifizierung von LKW-Trailern. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Abdullah. Wenn wir unseren Marktbegleitern heute helfen, dann können wir gemeinsam auch skalieren. Wir können uns einigen auf Standards. Wir können uns gegenseitig helfen, sozusagen Safety Regulations und was auch immer da einzubringen und setzen sozusagen neue Standards. Ja. Alright, Abdullah, schön dich hier zu haben. Ich freue mich aufs Gespräch. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Gerne. Elektrifizierte LKW-Trailer ist das heutige Thema und was die eben für die Entwicklung der E-Mobilität, insbesondere der Nutzfahrzeuge, beitragen kann, ist dann das, was wir gleich vertiefend besprechen werden. Aber vorher würde ich ganz gerne deine Person etwas beleuchten, und zwar wer du bist und wie dein beruflicher Weg in die Elektromobilität erfolgt ist. Ja, das ist... Vielleicht holst du uns einmal ab, wo die Anfänge liegen. Oh, die Anfänge liegen tatsächlich in einem radikalen... in einer radikalen Verweigerungshaltung. Ich habe bis zum 21. Lebensjahr mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, einen Führerschein zu machen, weil ich echt so ein Hardcore-Öko-Typ war. Ja, aber der trotzdem eine große Affinität hatte zum Thema Technik und Naturwissenschaften. Irgendwie noch in der Schule, glaube ich, waren die Leistungsfächer, Mathematik und Physik. Und ich wollte gerne schon immer Physik studieren, weil mein Vater war so ein Hardcore-Maschinenbauer, der übrigens auch Raffinerieleiter war, im Mittleren Osten. Also wir haben, muss man sagen, so ein bisschen unserem Wohlstand der fossilen Industrie zu verdanken. Ja. Aber irgendwann mal mit 21, da hatten meine Eltern sich... Also du hast damals noch dort gewohnt? Ja, ja, genau. Wenn ich in Kuwait, wenn ich Teermaschinen oder rieche, dann habe ich Glücksgefühle, das riecht ein bisschen nach Kindheit. Nach Kindheit, interessant. Aber mit 21 haben die dann die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, Junge, du musst jetzt einen Führerschein machen. Da gab es eine Debatte zwischen mir und meiner Mutter, ich hätte gerne auch einen Motorradführerschein gemacht und sie nein und natürlich vernünftigerweise, muss man heute sagen. Ja. Und der Kompromiss war dann ein LKW-Führerschein. Okay, vielleicht mal ganz kurz zurück. Also du warst als Jugendlicher, hast in Kuwait gelebt und warst ja sehr nah sozusagen an der Ölindustrie und warst trotzdem ein sozusagen Öko. In dem Sinne, dass du sehr umweltbewusst und kannst du kurz, ich glaube, es ist super spannend zu verstehen. Das Erstaunliche ist auch wie, Vater. Wie das zustande kam. Also das Wissen darüber, dass es auch eine andere Welt als die fossile gibt. Das Spannende ist, und das höre ich mal aus den Erzählungen meines Vaters, dass er uns in der Kindheit schon erzählt hat, dass der Ölindustrie klar war, was denn ihr Beitrag ist für die Klimaerwärmung. Schon damals in den 80er, 70er Jahren. Die wussten das sehr, sehr genau, was da passiert. Ja. Und er hat so ein bisschen seinen eigenen Weg gehabt. Es gab halt Elektromobilität in dem Sinne noch nicht, zumindest noch nicht in dieser Welt, in der wir lebten. Aber er war halt ein Meister daran, da drin, uns Kinder zu ärgern mit Effizienz. Ja? Der fuhr dann halt nicht die Autobahn, sondern die Landstraße und hat gesagt, ah, guck mal, ich habe jetzt mit 5 Litern oder 4 oder sowas die Strecke. Das ist so, ja spannend. Boah, bitte, wir wollen nach Hause. Ja, ne? ich meine, die Konsequenz ist aus Sportlichkeit auch. Ne? Ich hatte dann immer, das Witzige war, wir lebten hier in Deutschland auf dem Dorf. Und der Schulbus hat 1,5 Stunden gebraucht, weil er halt alle Dörfer abgeklappert hatte. Und ich hatte den Vorteil, wenn ich länger schliefe und dann halt einen Sprint mit dem Fahrrad mache, dann war ich noch vor dem Bus da. Und irgendwann mal gewöhnt sich der Körper dran und dann merkt man, man kann auch halt von dem Dorf, das ist irgendwo hier in der Nähe von zwischen Köln und Aachen, auch nach Köln fahren und ist auch relativ schnell. Und also Fahrrad und öffentliche Infrastruktur, Transport und Busse, Bahn und so weiter sind ja eine Alternative, die es hier gibt. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann kam halt der Zwang. Ne? Aber die Geschichte in Kuwait, die war bis zu deinem 21. Lebensjahr? Nee. Oder in Kuwait, wir waren, meine Eltern hatten eine interessante Tendenz. Die hatten sich dann Ende der 80er Jahre überlegt, Entwicklungshelfer im Sudan zu werden, in Afrika. Ja. Und hatten uns dann inklusive, also
Kind und Kegel mitgenommen in einer Gegend, in der es keine Infrastruktur gab. Keine Straßen, kein Strom, kein Telefon. Okay. Die meisten Menschen waren auch unbekleidet da unterwegs. Mhm. Und dort haben wir 4 Jahre verbracht, bis dann der Irak-Konflikt, der erste Golfkrieg ausgebrochen ist. Nochmal vielleicht einen Sprung zurück zu meinem Hintergrund. Mein Vater hatte glücklicherweise eine deutsche Frau geheiratet und dann hatten sich die Eltern entschieden, statt nach Kuwait zu gehen, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und dann fand ich mich wieder hier in Deutschland im 9. Schuljahr. Okay, und hast dann, also jetzt um zurück auf den LKW-Führerschein zu kommen, also die Erfahrung hast du damals dort gemacht, aber als die Entscheidung dann anstand, mit 21 deinen Führerschein zu machen, wo du auch Motorrad, das war dann hier in Deutschland. Genau, das war okay, hier in Deutschland. Jetzt hab ich's verstanden, ja. Und diese Zufälle, die haben, also man weiß es ja vorher nicht, ich habe ja in die Richtung nie gedacht, aber meine erste Fahrerfahrung war auch im Sudan. Da hatte ich dann entgegen des Willens meines Vaters, weil es da keine Verkehrsregeln gab, zumindest theoretisch, ja. Traktoren gefahren oder LKWs gefahren. Der hatte mal ein Auto, wo die Bremse nicht funktioniert hatte und ich habe dann entgegen seines Rates einfach bin ich mit diesem LKW dann in der Gegend rumgefahren und habe ihm gezeigt, dass man halt auch ohne Bremse irgendwo ankommen kann. Also ich über Motorbremse dann? Ja, so oder über Glück und, ach so. Und das Spannende ist, ich glaube, ich meine, Kinder sind manchmal frech, aber ich glaube, ich habe meinen Eltern das Leben nicht einfach gemacht, ja, mit viel Abenteuer und vielleicht Verrücktheiten und spannend. Mit diesem Thema Verrücktheiten, da komme ich vielleicht gleich drauf, ist ja vielleicht eine Voraussetzung auch, dass wir halt solche Sachen machen. Dass man neue Wege geht, ne? Absolut, ja. Das heißt, zoomen wir wieder oder spüren wir wieder vor ins Jahr, in dein 21. Lebensjahr, der Führerschein stand an. Genau. Da wolltest du, glaube ich, gerade weitermachen, ne? Wo dann sozusagen auch für dich sich ein Tor in die Mobilität geöffnet hat. Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich hier angefangen mit dem Maschinenbaustudium, wirklich auf Wunsch meines Vaters. Meine Schwester hatte aber in Köln Physik studiert und mitten im Grundstudium habe ich dann sozusagen den Wechsel vollzogen von Maschinenbau in Physik und hatte dann in Köln Physik studiert und so weiter und so fort. Und die Abschlussarbeit ergab sich im Thema Effizienz von Nutzfahrzeugen und eines der Voraussetzungen, halt diese Abschlussarbeit zu machen, war der Besitz eines LKW-Führerscheins und dann war ich sozusagen out of contest. Und diese Arbeit handelte zufällig halt von, oder die war in einem größeren Kontext integriert, da ging es halt um einen Richtlinienentwurf, die EU-Kommission hatte ein paar Institutionen halt verantwortet oder beauftragt, denen halt einfach mal zu sagen, warum sind LKWs nicht effizient und wie können wir unsere gesetzlichen Voraussetzungen so ändern, dass halt Effizienzmaßnahmen Einzug erhalten. Ja. Und bei dieser Arbeit gab es eine Schlussfolgerung, eine ganz wesentliche ist, LKWs sind halt so, wie sie sind, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen halt das diktieren. Mhm. Unsere Nutzer wollen halt Nutzlast und Volumen transportieren und da haben sich sozusagen Standards reingesetzt, 40-Fuß-Container, die dann halt maximale Höhe, Breite und Tiefe geben. Das europäische LKW-Design ist ja auch maßgeblich deswegen, ne? Weil die Länge eines Fahrzeugs halt sehr stark reglementiert ist im europäischen Markt. Amerikanische Trucks sehen ja anders aus, weil sie halt den Raum für die Motorhaube halt haben. Und in Deutschland die eben wegregeln. Ja, aber wenn man sich an die 80er, 90er Jahre zurückerinnert, dann waren dort auch die LKW-Designs anders. Die hatten halt Cap-Over-Engine und dann gab es wieder Regularien. Cap-Over, magst du es kurz erklären? Das ist einfach das, was wir sehen. Es gab Kurzhauber, Langhauber, es gab halt eine Kabine über dem Motor. Und das gab es dann tatsächlich dort, weil halt die Regularien das halt vorgegeben haben. Aber dann gab es wieder eine Änderung und dann durften halt diese Motorhauben wieder zurückkommen. Und ja, aber ist ja nicht der Fall, oder? In Amerika schon. In Amerika, ja. Achso, du meinst jetzt in Amerika in den 90ern. Aber es gibt halt nochmal. Hier ist es ja immer noch der Punkt, dass die LKWs halt. Ja, genau. Und der Grund dafür ist, dass wir hier nochmal eine limitierende Komponente haben, das ist halt die Verkehrsinfrastruktur, Kreisverkehre und enge Straßen in Europa. Das ist in Amerika nicht so. In Amerika war das Argument, wenn ich eine Motorhaube habe ich dann halt viel mehr Platz für aerodynamische
Maßnahmen. Die Fahrzeuge fahren auch tendenziell dort schneller. Mhm. Und wenn ich dann halt nicht mit einer Wand durch die Gegend fahre, sondern vielleicht mit einer, sagen wir mal, etwas besseren, mit einem besseren Design, dann kann ich weniger Kraftstoff verbrauchen. Ja, weniger Luftwiderstand. Aber in Europa funktioniert dieses Konzept halt nicht, weil du dann halt durch Kreisverkehre nicht durchkommst und ganz viele andere Themen. Ja. Und entsprechend sind wir halt dabei geblieben. Ja, wir haben gestern erst, es fällt mir gerade ein, mit den Kollegen vom Team Sonnenwagen, ich weiß nicht, ob du die kennst, über das Thema Luftwiderstand gesprochen, wo sie auch gesagt haben, ja, der CW-Wert von ihrem Fahrzeug liegt bei dem Rückspiegel eines normalen PKWs, des Gesamtfahrzeugs. Mhm. Und wir reden jetzt gerade über diese Schrankwände, die sozusagen durch die Gegend fahren. Genau. Und zu dem Thema Aerodynamik kommen wir gleich auch, weil da hat sozusagen unsere ersten Versuche, Gehversuche damit angefangen. Aber noch sind wir sozusagen auf deinem Gehversuch in die Elektromobilität. Oder mit den Zufällen, wie ich da reingestolpert bin. Genau. Wir haben ja über das Thema Kabinendesign gesprochen. Und das ist halt eine Schlussfolgerung sozusagen dieser beratenden Tätigkeit, die dann passiert ist, wo wir dann zum Schluss gekommen sind, wir brauchen mehr Raum vor und hinter dem Fahrzeug für die Verbesserung der Aerodynamik. Ja. Mit der Einschränkung, der Raum soll bitte nicht genutzt werden für mehr Nutzlast und so weiter und so fort. Das sind halt aerodynamische Maßnahmen. Und alternative Antriebe, da kommen wir jetzt auf Elektromobilität, sind halt schwer. Und für dieses Schwersein, Gravimetrisch schwer, wäre es halt ganz gut, wenn wir einen Bonus bekommen, der halt sozusagen eine Incentivierung der E-Mobility gibt. Auf regulatorischer Ebene. Auf regulatorischer Ebene, weil wir auch rausgefunden haben, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen den maximal erlaubten Gewichten des Fahrzeugs und die maximalen Achslasten. Wir sahen, in den Fahrzeugen gibt es noch ein bisschen Raum für mehr Gewicht. Und übrigens, der wird auch seit vielen Jahren dem Intermodalverkehr gewährleistet. Die Fahrzeuge dürfen 4 Tonnen schwerer sein. Intermodal ist der Wechsel von einer Art der Modalität, also beispielsweise LKW auf Schiene oder Schiff. Genau, und das Schiene ist der explizit. Genau. Und diese insbesondere LKW auf Schiene, da gibt es halt wirklich auch Incentivierung, wo man sagt, hey, ihr dürft ein bisschen schwerer sein. Dafür ist aber halt der Aktionsradius relativ begrenzt, 150 Kilometer, wenn ich richtig bin, dann müssen wir noch einen Faktencheck machen. Um den Intermodalhafen. Genau, ne, dass man. Genau. Und diese 44 Tonnen war halt so ein bisschen die Zahl, mit der wir dann halt in diesem Kontext hausieren gegangen sind. Also nochmal zurück, ein bisschen mehr Platz für Aerodynamik, ein bisschen mehr Gewicht, dass man halt diese entsprechenden schweren Batterien reintun kann. Wir hatten gemeinsam gerechnet, wie viel Energie die Fahrzeuge verbrauchen. Mhm. Ja, auf 600, 700 Kilometer ungefähr 1000 Kilowattstunden am Reifen. Und daraus ergibt sich dann halt wirklich mit ganz einfacher Mathematik halt, wie viel so eine Batterie wiegen könnte, wie groß das Volumen ist. Bei welcher spezifischen Kapazität dann? Absolut. Ja. Und dann kommen wir gleich dann auch zur Brücke zum E-Trailer, die dann noch nicht so ganz in unserem Fokus war. Das heißt, in welchem Jahr befinden wir uns gerade, wo du die Arbeit gemacht hast? Ich glaube 2007 oder sowas. Ja. Und das ging dann, der Richtlinienentwurf war, glaube ich, erst 2015. Mhm. Aber es gab da schon Bewegung und das ist halt eines der wichtigen Einblicke, wie Startup gewinnen kann, weil ein Startup ist halt eine Wette auf die Zukunft und wenn du schon ein bisschen eine Ahnung hast, in welche Richtung die Zukunft geht, dann ist halt das Wettrisiko, sagen wir mal, nicht so groß. Ja, es bleibt ein Risiko. Ja, aber du kannst es abschätzen. Aber du weißt ja zumindest, in welche Richtung du dich bewegst. So, ich kam dann nach Aachen hier, um einfach in der Physik weiterzuarbeiten. Ja, mein Schwerpunkt war so Gravitationsphysik. Und habe mich da irgendwie in dieser Richtung gesehen. Aber irgendwann mal kam dann halt das Thema Nutzfahrzeuge und LKWs zurück in Form eines ehemaligen Nachbarjungens aus meinem Dorf. Der Mann macht das, glaube ich, immer noch. Der macht für Messeaufbauten so pneumatische Applikationen. Ja, so Raumgestaltung. So Demonstratoren? Nein. Oder? So Raum. Er macht Messebau. Mit aufblasbaren, ganz kreativen Themen. Und wie es halt beim Messebau immer ist, ja, Höhen und Tiefen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich ihn auf ein Blatt Papier für den Heckbereich des LKWs mal was gemalt. Habe gesagt, so kann man machen, aufblasbaren, versuch das mal, das wird bestimmt gut laufen. Okay. Ein Jahr lang nichts gehört und dann kam der Abteiler, wir müssen das unbedingt machen. Und dann haben wir es wirklich auch gemacht. In einem ganz losen Verband, also wir hatten keine Firma oder so, hatten da wirklich unsere Kreativität zusammen reingetan und waren zum ersten Mal dann halt
faktisch halt in dem Bereich der Nutzfahrzeuge, hatten das wirklich erstmal an unseren Privatvans und Busse getestet hier in Aldenhoven, da war die Strecke gerade neu eröffnet und hatten dann auf Anhieb aus aerodynamischer Perspektive 20% weniger Was war das für eine Applikation? Das war ein aufblasbarer, also das hat, ich meine, wenn du einen Pinguin oder einen Wal siehst, ja, der ja, hat ja nicht ein abgekapptes also Heck. Also einfach eine Heckflosse sozusagen? Oder ein ja, das war einfach ein konvexe, aufblasbare Applikation, die dann wirklich die Luftströme zusammengeführt hat. Ja? Mhm. Mit ganz vielen tollen Ideen, die dann halt so aus der Physikerperspektive kamen, Bernoulli-Effekt und Wegblasen. Um prinzipiell zu vereinfachen, die turbulente Strömung letztendlich ein bisschen weiter. Ja, es ging ja nicht hauptsächlich um Turbulenzen, sondern du hast halt den Effekt, dass du verschiedene Strömungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten wieder zusammenbringen muss. Am Heck, also ja, unter genau, dem Fahrzeug. Unter dem Fahrzeugseite und oben. Genau. Und unter dem Fahrzeug werden durch Reifen und Anbauteile halt die Strömung extrem verlangsamt, seitlich, oben schnell. Du hast dann halt im Heckbereich einen Unterdruckbereich, der zieht dann halt die Masse nach oben und Luft wiegt genau. Ja auch was und du leistest Arbeit. Das heißt, du hast hinten im Heck einen riesigen genau, Widerstand. Also dieses, was man halt oft sieht, dass, in diesen Strömungsvideos, dass sobald die Luft am Heck ankommt, sie sozusagen nach innen klappt und, ja. Und sich da die Wirbel genau. Eben bilden. Und genau. Das meine ich hier mit den Turbulenzen, dass ja, man ja, die ja. Laminarisiert oder laminiert, das ist gar nicht genau das Wort, aber also die das, was über diese passiert, Heckflosse, dass man eben ja. Schafft, die Strömung wieder genau, gleichmäßig anzunähern. Ich hatte dich in dem Kontext nur unterbrochen, weil da passiert hinten so ein Riesenchaos, das ist dann schon jenseits von turbulent, ja. Im Grunde hast du dann einen riesen Unterdruckbereich. Und was wir gemacht haben, ist einfach halt No-Brainer. Ja? Lass uns wie beim Flugzeug oder beim Wal mit einer ordentlichen Konfiguration die Strömungen auf einen ganz kleinen Punkt zusammenführen. Und das hat dann am Ende wirklich zu 20% weniger Spritverbrauch geführt. Ja. Und wir sind leider in dem Kontext dann wieder auseinandergegangen, weil mein Freund zum einen sich als Milliardär gesehen hat, was in dem Kontext vielleicht gar nicht so abwegig war, aber trotzdem unrealistisch, weil eine Entwicklung halt ein Marathon ist und das ist nicht, du kannst ja nicht ja, eine Idee verkaufen. Von heute auf morgen. Das ist so. Und das zweite war, dass dummerweise die Regularien, auf die wir so gewettet haben, doch nicht so aufgegangen, wie sie hätten aufgehen sollen. In dem Regelentwurf, in dem Richtlinienentwurf stand beliebig lang. Und am Ende waren es aber nur 500 mm und die 500 mm war einfach eine Verkrüppelung sozusagen dieses tollen Designs. Die Regularien ändern sich jetzt wieder, aber das sind ja schon mehr als 10 Jahre vergangen, ja, das durchzuhalten als Firma ist halt nicht so einfach. Und dummerweise sind viele Marktbegleiter in dem Kontext auch leider zugrunde gegangen, weil es einfach halt zu lange dauert. Ja. Jetzt gab es dann halt in dem Kontext zwei Möglichkeiten, aufgeben oder weitermachen. Und da ergaben sich wieder lustigerweise zwei Faktoren. Das eine war, meine älteste Tochter war in einem Schulwettbewerb, da ging es darum, dass die Schüler in einem Projekt gegen andere Schulen, in irgendwelche Gymnasien in Aachen, mit einem Baukit ein Elektrorennen gewinnen. Ja. Und wie man das halt so immer ahnt, sind entweder Lehrer oder Eltern im Hintergrund immer beteiligt. Und wir haben da zwei Themen gemacht. Wir haben zum ersten Mal dann, ich glaube, Inventor oder sowas benutzt, damit wir den 3D... Ein CAD-Programm zum Zeichnen von... Genau, damit wir da irgendwie das 3D-Body bauen. Das war nämlich ein Thema und das sah extrem fancy auf. Okay. Aber wir haben auch noch was anderes gemacht. Wir haben den Antrieb optimiert. Ja? Die Kinder hatten alle den gleichen Antrieb, die gleichen Komponenten. Mhm. Und sie hatten... die meisten hatten das Problem, dass das Drehmoment dieses Motors in der Übersetzung zu hoch war. Die Räder sind immer durchgedreht. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann einen Allradantrieb daraus gebastelt. Und wie es dann halt unerwarteterweise kam, hat dann das Team gewonnen. Ja. Zumindest technisch. Ja. Die Mädchen waren wohl ein bisschen schüchtern beim Vortrag, was dann halt den zweiten Platz dann eingebracht hat in dieser Abwertung. Aber nichtsdestotrotz, also technisch hat das Fahrzeug überzeugt. Mhm. Mit einem anderen Kollegen, ich war dann, also wir waren dann zufällig dann
Das bahnt sich langsam so die Geschichte. Geschichte. Genau, ne? Genau. Mit Schlupf am absolut, Lastverteilung absolut. Auf die Räder. Ja, und wie dann halt ein Physiker dann mehr und mehr immer halt in das Ingenieurtechnische rutscht. In der Zwischenzeit waren wir sehr eng mit SAP verbandelt und über auch einen Freund, der dort gearbeitet hatte. Und wir haben viel Zeit verbracht im Transportation Management bei SAP. Ja. Und hatten, und das ist das Kreative oder das Tolle, was SAP macht, die geben ihren Mitarbeitern viel Raum auch für Side-Projekte. Ja? Und unser Side-Projekt war dann ein Elektro-Bambus-Fahrrad. Ja? Okay. Und das war dann wirklich das erste Mal, wo wir dann halt neben dem Kinderprojekt so in diese Richtung gekommen sind, Kernbus und Steuerung und das sind die ganzen Fallstricke und spannenden Themen des E-Bike-Baus. Und dann hatten wir tatsächlich innerhalb von SAP das Thema E-Trailer gepitcht, weil wir uns wieder erinnert hatten an den Wettbewerb mit deiner Tochter. Nee, an das Thema Regularien und, ach so, und Themen. Ja, gut. Aber da kam dann vieles zusammen, sozusagen, die Idee. Absolut, absolut. Ja. Ne? Und dann kam das Thema Trailer auch bei SAP. Und das Spannende halt in diesem Kontext war, dass unser. Kurze Frage. Mhm. SAP ist jetzt kein herkömmlicher Logistiker, also jetzt als solcher. Ist ein Softwarehaus. Genau, es ist ein Softwareunternehmen. Software-Applikationen und Programme, aber wir sagen immer Sammelbecken arbeitsloser Physiker. Die SAP-Kollegen, Shoutout, dürfen es gerne kommentieren. Genau, genau. Verlinken. Vor allem, weil ich, wenn ich mich recht erinnere, halt die Physiker wirklich auch die Gründer von SAP waren. Ich hoffe, du hast gute Kontakte zu denen, sonst gibt es, glaube ich, böse Kommentare. Das sind super liebe Leute. Wir versuchen tatsächlich jetzt auch bei Spiral Dynamics die Unternehmenskultur, die wir dort erlebt haben, auch nochmal nachzuahmen. Cool. Wenn ich jetzt kein Startup hätte, wäre ich wahrscheinlich jeden Tag an der Tür von SAP. So, interessant. Coole Firma, da kann ich man durfte, kann man bleiben. Die SAP-Kollegen auch näher kennenlernen auf dem Future Battery Forum letztes Jahr. Wir hatten auch einen längeren Austausch, den ich auch noch mal nachholen und intensivieren muss. Mhm. Genau, weil die eben auch viel rechts und links schauen. Das war mir auch aufgefallen. Ja, es ist eine spannende Firma. Man hört, also ein normaler Konsument hört nicht viel von denen, aber die sind ja überall. Ja, jeder Supermarkt braucht SAP. Jede normale Firma, die halt irgendwie ihr ERP-System hat, basiert irgendwie mehr oder weniger auf SAP oder was Ähnlichem. Ein Hidden Champion, würde ich sagen. Ja? Ja, aber jetzt wollen wir nicht über SAP sprechen. Ne? Nee, wir wollen auf zu Trailer Dynamics genau, sliden. Aber auf deinen Punkt. Ja? Ja. SAP ist tatsächlich ein Softwarehaus und die haben uns echt geholfen bei dem Thema. Also wir kommen jetzt von über Software zu Logistik und dann zur Applikation, ne? Nehme genau, ich jetzt an. Genau. Ja. Und die haben uns wirklich geholfen, dieses Thema Startup zu denken, ja, weil die haben so interne Spin-offs, Startups, Accelerators innerhalb von SAP, haben mit uns Workshops gemacht, haben uns viel, viel beigebracht. Und in der Hierarchie von SAP kamen wir dann von Unterstützer zu Unterstützer und Unterstützer, also gefühlt 18 Hierarchien. Und die letzte Hierarchie gesagt, ja, wir hatten als SAP mit, ich glaube, das hieß damals Better Place, so ein Battery-Swapping-Konzept aus Israel, böse Erfahrungen, haben viel Geld verloren, wir investieren nicht in Hardware. Mhm. Wieso, okay, die Software finden wir total toll, wir so, aber das ist so, als würdest du Apps toll finden, aber kein iPhone bauen wollen. Ja, das funktioniert ja nicht. Und die haben uns etwas mitgegeben und haben gesagt, wir sind sehr, sehr überzeugt davon, ihr werdet das Produkt auf den Markt bekommen, macht das mal und wenn ihr dann soweit seid und das Ding funktioniert, kommt dann wieder zurück. Ja? Okay. Und den Weg sind wir dann zufällig auch gegangen. Ja? Wir hatten dann hier zurück im Aachener Kontext an einem, wie nennt sich das, Business Angel Netzwerk, irgendwie so ein One-Pager geschrieben. Und da war unser erster Investor irgendwie so eine Art Jury und der hat am selben Tag geschrieben, ihr nehmt da nicht teil, ich investiere. Ja? Und dann zack, war die Firma da. Sehr an. So, jetzt müssen wir mal dahin kommen. Was Trailer Dynamics dann ist jetzt. Weil die ein oder der andere, die das noch nicht kennt, was eure Innovation ist, dass es um Trailer geht, ist klar, dass Logistik da auch ein wichtiges Thema ist und ihr da was aufzuwarten habt. Genau. Lass uns mal kurz drauf eingehen. Das heißt, ich glaube, ihr habt so ein bisschen verstanden, wie wir jetzt zu deiner Startup-Idee dann auch gekommen sind. Und
Um das jetzt mal einmal zu skizzieren, also was ist Trailer Dynamics jetzt im Kern, was ist die Lösung, was ist die Innovation, die ihr mitbringt? Also Trail Dynamics macht Folgendes. Wir wissen, dass elektrische Sattelzugmaschinen ein Problem haben mit der Unterbringung der schweren Traktionsbatterie. Mhm. Und die Idee ist, den Antriebsstrang zu verteilen auf Sattelzugmaschine und Trailer. Das heißt, der Trailer hat seinen eigenen Antriebsstrang. Inklusive Motoren? Inklusive VCU-Motoren, Thermomanagement. Es ist eigentlich ein vollwertiger Antriebsstrang, den man halt in jedem Elektro-LKW oder PKW finden würde von der Topologie. Ja. Abgesehen davon, dass er halt keine Steuerachse und keinen Fahrer hat. Ja? Also ich vergleiche es eher nicht mit einem E-Auto, sondern mit einem E-Bike. Du hast einen sekundären Antrieb. Ja, du kriegst einen Input und du musst halt entsprechend darauf reagieren. Ne? Und nachregeln, genau. Und das ist halt die Idee gewesen. Und das Spannende ist halt, dass wir erstmal mit dieser Idee, also eigentlich wirklich nur eine PowerPoint unterwegs waren. Ja. Und die netten Leute von der Startup Autobahn, vielleicht sagt das was, das ist so ein Accelerator für Startups, ja, wie man sagt, wie der Name schon sagt, die irgendwie von Daimler gesponsert werden, die hatten uns nett gefunden und eingeladen. Und dort hatten wir dann über Umwege, über Porsche, dann die VW-Konzernlogistik als Partner. Daimler zu Porsche ist auch ein interessanter Weg. Und Daimler und Porsche, weil die sind irgendwie in Stuttgart, die Porsches sind da auch irgendwie partizipiert. Und die haben uns dann geschnappt. Wir haben aber auch mit Daimler damals geredet. Das war auch eine lustige Side-Story. Die Kollegen, diese Startup-Scouts fanden uns lustig, aber als wir dann halt nach Daimler gingen. Lustig heißt aber nicht, dass sie investieren wollen unbedingt, oder? Doch. Also positiv lustig oder gut. Ja. Ja. Und hatten uns dann halt nach Stuttgart geschickt. Und der Typ in Stuttgart sagte mir wirklich wortwörtlich, wenn ich elektrisch fahren wollte, ging ich auf die Kirmes. Ja? Also der war noch echt oldschool. In welchem Jahr sind wir? Wir sind, ich glaube, im Jahr 2019. Ja. Okay. Und der Mann ist auch, der hatte nur 2 Jahre bis zur Rente und so weiter und so fort. Der hatte, glaube ich, den Anschluss da schon. Ich meine, wir sind gebiased, ne, was Elektromobilität angeht, absolut, aber. Absolut. Vielleicht standen auf dem Parkplatz der Kirmes ja viele Elektroautos. Nee, in dem Fall tatsächlich noch nicht. Ja, also da gab es, die Welt war noch eine andere. Aber damals war es schon gab es eine heiße Debatte, weil die EU-Kommission schon feste Emissionsreduktionsziele für Nutzfahrzeuge schon sozusagen implementiert hat. 2019 war sozusagen die Baseline. Und 2025, 2030 gab es halt 15-30%. Und das Spannende war, dass dann halt die OEMs, wenn ich so Daimler und andere nenne, gesehen haben, dass es ein Problem ist, die zu erreichen. Aber da gab es so eine Art Trotzhaltung, so nach dem Motto, wir schaffen das alleine, wir brauchen euch nicht. Ja? Mhm. Und wir so trotzdem, ja, das wird nichts, ihr braucht vielleicht auch E-Trailer. Kommen wir gleich zu. Ja. Innerhalb dieser Startup-Autobahn, jetzt nochmal zurück 2019, gab es dann die Porsche-Kollegen, die uns dann weitergeleitet haben an die Porsche PLP4, das ist die interne Logistik, also Konzernlogistik von Porsche. Mhm. Und die Porsches waren da schon natürlich Richtung Taycan und andere Themen unterwegs und haben sich dann überlegt, wenn wir Elektroautos bauen, wäre es doch auch cool, wenn wir halt die Logistik drumherum halt auch emissionslos machen. Und das Spannende war, interessant, dass in der Logistik, also ich meine der VW-Konzern inklusive Porsche, ja, auch MAN und Scania, die benutzen halt sogenannte Lowliner, also Tiefdeck-LKWs, die dann halt Megaliner, also diese großen Volumen-Trailer transportieren. Und aus der Perspektive von Scania und MAN waren das halt irgendwie Nischenprodukte und sowieso wegen dem kleinen Bauraum das Letzte, was man elektrifizieren sollte. Aber auf der anderen Seite waren halt die Mütter, Porsche, VW, unter enormem Druck. Für ihre eigene Logistik dann. Genau, weil die sich für ihre eigene Konzernlogistik committed haben, dass sie halt irgendwelche Net-Zero-Themen umsetzen. Das heißt auch teilweise aus idealistischer Sicht oder war es wirklich auch ein finanzieller Business Case? Kannst du das bewerten? Beides, aber das ist ein ganz guter Punkt, weil ich muss ehrlich sagen, dass wir am Anfang. Weil in der Logistik wird ja jetzt erstmal nicht aus Idealismus erst so entschieden, sondern eben aus knallharten Fakten. Genau, und das war halt der Punkt, der uns dann auch zum Thema Startup ein bisschen umdenken ließ. Du erinnerst dich am Anfang, viel Idealismus, Fahrrad, kein Auto und so weiter und so fort. Und irgendwann mal hat uns jemand gesagt, ich weiß es wirklich nicht wer, der hat gesagt, du musst, Abdullah, schau mal, du musst Idealismus und alles Gute, ja, also das ist halt, was wir sehen, zum Beispiel für unsere Kollegen, die jetzt hier sich auf die Straße kleben und so weiter, die müssen wir jetzt irgendwie versöhnen mit Kapitalismus, was erstmal total abwegig klingt, ja, weil
aus meiner Perspektive war immer Kapitalismus der Todfeind. Ja, aber du bist CEO von Trailer Dynamics und hast sozusagen diesen, ich nenne es jetzt mal Hippie-Gedanken oder den ökologischen Gedanken in dir drin. Und trägst ihn weiter und genau, aber wir müssen, das, also du erkennst es ja beides, ne? Und es funktioniert ja, ja offensichtlich. Ja, wir müssen halt beide miteinander versöhnen, weil halt ohne Geld, ohne Ressourcen, ohne dass man Perspektiven schafft, weil auf der anderen Seite hast du Mitarbeiter, die irgendwie ihre Familien ernähren wollen, du hast Investoren, die halt irgendwie einen Gewinn machen müssen. Hm. Das miteinander zu versöhnen ist ja halt eine Aufgabe, die offensichtlich doch heute wieder funktioniert. Ja? Also es gibt auch Investoren, die halt ein Gewissen haben. Das klingt total verrückt, aber die haben dann... denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Genau, ne? Es gibt solche und solche, ne? Und die anderen sind immer die Schlimmsten, ja, wie die Berliner sagen. Ne? Ich meine, das Beste, was man machen kann, ist für ein wirklich schlechtes Unternehmen zu arbeiten, weil da kann man die meiste positive Änderung hervorrufen. Ja, absolut. Und ja, das ist ein ganz guter Einwurf, weil die Trailerindustrie eine sehr konservative Nische war, über Ich glaube, die bauen die Fahrzeuge seit 20, 30 Jahren unverändert, weil es interessiert halt keinen. Und für die ist einfach, ja, Umweltschutz war halt nicht so ein ganz großes Thema. Ja. Aber da ändert sich jetzt auch mittlerweile vieles. Also sowas, ja, dieses Statement würde ich heute so nicht mehr unterschreiben wollen. Ja, aber es ist doch gut, das auch transparent und ehrlich zu zeichnen. Ne? Es war so, es war auch nicht tragbar in dem Sinne, beziehungsweise konnte so nicht weitergeführt werden, aus ökologischer, idealistischer Sicht. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, da kommen wir sozusagen von der spirituellen, idealistischen Seite sozusagen dann zur Realität und auch zum Business Case. Wie machen wir das wirtschaftlich? Wie kann sich das rechnen? Ja. Wie kann es wirklich ein funktionierender Use Case in der Skala, also skaliert im Großen funktionieren? Und wir haben eben über zwei Stakeholder, wie man heute im Neuenglisch sagt, spricht, aber wir haben einen ganz wesentlichen dritten vergessen. Am Ende haben wir gelernt, müssen wir eine Win-Win-Win-Situation machen. Also wir wollen Leben und Geld verdienen. Wir wollen aber auch, dass halt unsere Investoren und Partner Geld verdienen. Aber wir müssen auch für den Kunden die richtige Lösung finden, damit wir seine Probleme lösen. Und ein Thema, was ich halt gerne immer meinen Hörern oder Kindern sage, ist manchmal, also zum Erfolg gehört nicht nur Können, sondern auch die richtigen Umstände. Also Glück vielleicht, ja, kann man es so nennen. Du musst halt das richtige Produkt in der richtigen Zeit haben, um die richtigen Probleme dieser Zeit zu lösen. Ja. Und das ist halt ein bisschen die Erfolgsstory von Trailer Dynamics. Ja. So, jetzt hat uns dann die Porsche-Konzernlogistik zu ihrer Mutter, der VW-Konzernlogistik, geschoben. Lass uns mal kurz gleich mal darauf hinkommen. Mhm. Was ist denn jetzt dann das Verkaufsargument? Also ich verstehe, ja, wir wollen die Batterie in den Trailer einbringen. Mhm. Wir wollen den Antriebsstrang in den Trailer. Wir wollen das Ganze wie eine Art Pedelec aufbauen, jetzt vereinfacht gesprochen. Das heißt, die Sattelmaschine, die Zugmaschine führt den Trailer, aber der Trailer nimmt letztendlich nur die Information auf und unterstützt das Ganze aus eigener Kraft. Genau, aber weißt du was, das ist genau, passt das auch so, in der Storyline, weil die Frage, die du gerade stellst, die war damals noch gar nicht so beantwortet. Und zurück, die Porsche-Konzernlogistik hat uns an die VW-Konzernlogistik verwiesen. Ja. Und dort haben wir genau diese Fragen nochmal zum ersten Mal mit professionellen, großräumigen Logistikern besprochen. Was soll denn der Trailer überhaupt machen können? Mhm. Welche Requirements habt ihr denn? Was sollen wir denn erfüllen, damit wir sozusagen mit dieser Story einen Erfolg haben? Und ich wäre jetzt mal, wenn ich jetzt in dieser Runde wäre, würde ich jetzt die kritische Frage stellen, warum muss ich jetzt so einen komplizierten Trailer aufbauen? Ja. Warum reicht nicht die eine Sattelmaschine, die ein bisschen mehr Leistung hat? Ja, genau. Und da kommt halt eine wichtige Komponente, die wir bisher noch nicht gekannt haben. Das nennt sich TCO, Total Cost of Ownership. Ja, ja? Okay. Also wir müssen technische Probleme lösen. Ja. Wir müssen mit Sicherheit regulatorische Probleme lösen. Aber wir müssen auch halt für den Kunden eine Lösung haben, die am besten nicht teurer ist, vielleicht sogar besser, günstiger ist als seine bisherigen. Und wenn die dann nochmal seine Umweltprobleme löst, dann haben wir ja eine Win-Win-Win-Win-Situation. Ja. Ja. Magst du mal konkret darlegen, wo muss ich jetzt auch technisch verstehen, also wie kann ich das technisch verstehen, wodurch jetzt die Benefits entstehen, dadurch, dass ich den Antriebsstrang auf alle Räder diversifiziere und das System eben gewissermaßen auch ein bisschen komplexer mache?
Ehrlich gesagt, technisch gesehen, wenn es eine andere Lösung gäbe, müsste ich eigentlich jetzt an dieser Stelle sagen, dass es das Blödeste ist, was man macht, dass man noch eine weitere Achse elektrifiziert, ja, weil die eigene Achse Gewicht hat, ja, eigene Fahrwiderstände hat, ne? Das Getriebe kostet Energie, Kosten und so weiter und so, genau, fort. Aber die Begründung liegt aber auch nochmal in den Gegebenheiten, die wir da haben in dieser Logistikindustrie. Okay, dann führe gerne aus, dass man versteht. Du hast eine Sattelzugmaschine. Ja. Und einen Trailer. Und diese Systeme müssen gegeneinander austauschbar sein. Mhm. Jetzt hast du da nochmal zwei Komponenten. Du hast einmal die Bestands- und die noch zu bauenden Dieselsattelzugmaschinen, die ihre Emissionsreduktionswerte erreichen müssen, was sie halt nicht können. Ja. Und du hast nochmal das Thema mit der Reichweite, mit der Elektrosattelzugmaschine. Aber bleiben wir nachher erstmal beim Diesel. Ja, das ist vielleicht mal, das ist nämlich Sachverhalt. Ich habe das ja aus einem guten Grund gefragt, weil es ist nicht immer so einfach, wie man denkt. Man denkt, okay, das System wird komplexer, deshalb muss es schlechter sein, weil es teurer ist. Ja. Aber es ist vielleicht auf dem, ich war letztens auf einer Konferenz oder einem Forum für Non-Road Mobile Machineries. Da haben wir auch über E-Fuels geredet, weil es teilweise nicht austauschbar ist. Also man muss teilweise mit den Gegebenheiten halt umgehen und eventuell über Hybridisierung und so weiter nachdenken. Ja. Das ist halt Realität so. Ja. Das ist halt für das gerne aus. Und bei den Trailern ist das besonders krass, weil ein Trailer, den konntest du damals, vielleicht heute noch, für 18, 20, 25.000 Euro kaufen. Ja. Und wir haben diesen Trailer um eine Größenordnung teurer gemacht. Ja? Das heißt, fast 10-mal so teuer wie bisher. Und jeder würde sagen, seid ihr bescheuert oder was? Ja. Was soll das denn? Wie soll sich das überhaupt rechnen? Und dann kommt halt das Thema Total Cost of Ownership wieder zurück. Mhm. Wir haben zwei, drei Vorteile. Das eine ist Elektromobilität. Wir sind biased, aber das ist eine Realität. Ist mindestens 2- bis 3-mal effizienter. Ja. Die Kosten für elektrische Energie sind günstiger. Und wir können dann halt dieses Thema lokale Emissionen und CO2-Anforderungen erfüllen. Der Kritiker würde jetzt sagen, das kann ich aber auch mit einer neuen Sattelmaschine. Ja, würde er sagen, aber die allgemeine Erkenntnis ist, dass die Sattelzugmaschinen ja vorher, die Entwickler ja auch nicht blöd waren und sehr, sehr viel Mühe und Entwicklungsarbeit in diese Fahrzeuge reingesteckt haben. Aber die waren schon auf einem Plateau der Effizienz gelandet. Ja. Da gab es noch ein paar Potenziale, ja, Abschalten von Nebenaggregaten und so weiter, kleine Elektrifizierungen noch in dem für die Nebenaggregate zum Beispiel. Aber die Emissionsreduktionsziele 15, 30 und mehr, und dazu kommen wir gleich, die EU hat das nämlich nochmal verschärft, weil die gesehen haben, wir können doch mehr, wenn wir wollen, die waren dann halt alleine mit der Verbesserung der Dieseltechnologie nicht mehr möglich. Ja. Ja. Und die Sattelzugmaschinen alleine zu elektrifizieren, ist halt dann gegebenenfalls auch das Reichweitenproblem, oder? Ja, das hat sowohl TCO-technisch als auch halt integrationstechnisch nicht funktioniert. Die OEMs, Daimler und andere, haben das schon ausprobiert und haben da viel Forschungsarbeit reingesteckt. Aber auch diese 30% und mehr waren dann halt nicht mehr erreichbar mit diesen, sagen wir mal, Light-Elektrifizierungen. Jetzt haben wir das so, es gibt, du kennst ja vielleicht diese ganz vielen Konzepte, P1 bis 4 und 5 und so weiter und so fort. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben dann ein Plug-in-Konzept entwickelt sozusagen, für wenn wir jetzt bei der Dieselsattelzugmaschine blieben, wo ein Teil des elektrischen Antriebsstrangs jetzt im Trailer lokalisiert ist und die Dieselsattelzugmaschine weiter vorne funktioniert. Ja. Und das Spannende ist, dass wir dann eine Prognose gemacht haben, dass wir halt die 15% mindestens erreichen werden. Mhm. Aber das Spannende, nochmal einen Schritt zurück, die VW-Konzernlogistik hat gesagt, guck mal, vergiss doch die Diesel. Unser Problem ist, wir wissen, in 2 Dekaden gibt es keine Diesel mehr. Wir brauchen eine Reichweitenverbesserungsmaschine. Ja? Ja. Und was wir dann gemeinsam gelernt haben. Reichweitenverbesserungsmaschine, genau. Das ist ein cooles Wort. Und was wir da gemeinsam gelernt haben ist, ja, da komme ich gleich nochmal konzeptionell dazu, was der Trailer kann und nicht kann. Ja. Aber was er kann, ist seine eigenen Fahrwiderstände überwinden über eine bestimmte Strecke. Und das war wirklich dann die Requirements und die TCO, die positive TCO hat sich sozusagen von alleine ergeben. Ja, und auch vielleicht nochmal aus ingenieurstechnischer Sicht, wenn ich das reflektiere, Schlupf. Ja. Ist ja letztendlich Wärmeumwandlung und Effizienzverlust. Mhm. Kannst du ja auch, es gibt ja auch gute Gründe, weswegen Elektrofahrzeuge gerne auch als Allrad betriebene Fahrzeuge. Früher war es so, jetzt Diesel, Benziner, wenn die Allrad waren, dann hatten die eine geringere Effizienz als ein Zweirad angetriebenes Fahrzeug. Bei Elektrofahrzeugen ist es eben nicht so, weil du halt
ja, die Last verteilen kannst und einen besseren Straßenkontakt eben bekommst. Absolut. Also, und das ist ja bei euch im Extrem so, ne? Weil da ja, ist wirklich Kraft auf der Straße. Vielleicht haben wir gleich ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt mittlerweile in irgendwelchen Truck-Rennserien unterwegs, weil offensichtlich 800 PS im Trailer da doch positiv sich auswirken auf Performance. Okay. Aber unser Scope ist natürlich Effizienz. Und du ja. hast recht, man kann viele Fehler machen und elektrische Achsen so gestalten, dass sie halt furchtbar effizient sind. Aber man kann auch viel machen und was wir halt auch jetzt geschafft haben. Moment, furchtbar effizient? Furchtbar effizient, also ganz schlecht. Indem ach so, du meinst nicht effizient? Nicht effizient, okay, ja. Gut. Indem du zum Beispiel Schnellläufer machst in einem Getriebe, was vielleicht nur eine Sumpfschmierung hat und weiß der Geier. Ja, natürlich. Also das ist letztendlich die Konstruktion und die Auslegung dann auch zum Gespräch. Aber die Technologie als solche ist sehr effizient. Die hat Potenzial. Ne? Und wenn du, wenn du die richtig umsetzt, dann kommst du auf Traumwerte, die du halt wirklich, wie du schon anmoderiert hast, mit einer Verbrennungsmaschine halt nicht mehr erreichbar sind. Aber nichtdestotrotz, die LKWs, die wir halt auf der Straße sehen, haben eine angetriebene Achse. Und nichtdestotrotz, eine elektrische, einzeln angetriebene Achse, zum Beispiel in der Sattelzugmaschine, wäre trotzdem etwas effizienter als jetzt eine Verteilung der Antriebe auf beide Achsen im Normalfall. Mhm. Ne? So, jetzt gibt es dann immer noch vielleicht die kurze Zwischenfrage. Jetzt, wenn man jetzt über, du hast an TCO angesprochen, LKWs, wie lange nach deinen Zahlen sind LKWs im Betrieb, bis sie abgeschrieben sind und auch dann irgendwann dekommissioniert werden? Und wie lange Trailer? Das heißt, haben wir einen höheren Umsatz, Durchsatz von Trailern als zu Sattelzugmaschinen? In der Tendenz ja, aber das ist nicht wirklich so. Nee, nicht der ausschlaggebende Punkt, dass man sagen könnte, die Trailer nutzen wir so schneller ab, deshalb haben wir da die Möglichkeit, die früher zu elektrifizieren als die Maschinen selbst? Ja, also die Trailer waren früher tatsächlich auch ein Chassis mit Achsen. Also du konntest den sehr, sehr lange durch robust halt am Leben halten. Er war im Durchschnitt vielleicht 10 Jahre länger im Einsatz als eine Sattelzugmaschine. Und wenn du ganz genau mit offenen Augen auf der Autobahn siehst, siehst du immer schicke Sattelzugmaschinen und verrostete Trailer, in der Regel. Aber nochmal zurück zum Thema Effizienz und TCO. Das Problem ist, warum es uns gibt, ist tatsächlich, dass es im Moment noch nicht möglich ist, Sattelzugmaschinen zu bauen in der europäischen oder asiatischen Konfiguration zwei Achser, die dann halt die 600, 700, 800 Kilometer mit einer Ladung erreichen. Ja. Ne? Und das Problem, was wir auch haben, ist halt DC-Charging, große Batterien, Ladeinfrastruktur nicht vorhanden, DC-Charging teuer, nochmal zurück auf TCO. Also es gibt eine Tendenz, die sagt, wenn du halt langsam in deinem Depot chargen kannst unter eigener Kontrolle, dann bist du halt in einem Range von jetzt aktuell 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn du halt mit DC-Charging bist, bist du irgendwo bei 60 Cent. Ja? Das ist halt ein ganz wichtiger Faktor in dem Wettbewerb. Ja. Ja. Und deswegen gibt es halt die Überlegung, wie können wir halt diese Antriebe so zusammenbauen, dass wir gemeinsam Trailer und Sattelzugmaschine halt diese Range erreichen. Und das gelingt halt jetzt im Moment und wahrscheinlich hoffentlich auch lange, lange Zeit nur mit dem E-Trailer. Mhm. Deswegen gibt es uns. Okay, ja, verstanden. Das ist euer unique selling point. Genau. Den ihr auch definitiv als solchen habt. Genau. Jetzt kommt noch ein anderer Punkt. Man kann schauen, wie man das Gewicht oder die Nutzlast der Sattelzugmaschine ausreizt, indem man halt immer größere Batterien macht. Und deswegen kommen wir halt nicht zu normalen gezogenen Dreiachselanhängern, sondern unser Schwerpunkt ist halt der Sattelauflieger. Und der Name sagt aufliegen, er liegt sozusagen mit einem Teil seines Gewichtes auf der Sattelplatte der Sattelzugmaschine. Und je schwerer ich die Batterie in der Sattelzugmaschine mache, umso geringer wird die Nutzlast auf der Sattelplatte. Und diese Nutzlast verteilt sich ja sozusagen auf beide Fahrzeuge. Das heißt, der Trailer, wenn hier 5 Tonnen fehlen, dann sind das in der Summe vielleicht 10 oder mehr Tonnen an Gesamtnutzlast in dem ganzen Trailer. Das heißt, die Implikationen in der Sattelzugmaschine verdoppeln oder mehr verschlimmern sich sozusagen auf dem Gesamtsattelzug, weil sie halt so eine kritische Komponente ist. Um das nochmal zu wiederholen, die Sattelplatte, die lastet auf der Hinterachse der Sattelzugmaschine. Genau, das heißt, und die ist begrenzt durch die maximale Achslast. Ja. Und die Trailer sind ausgelegt auf eine Sattelkupplungs-
Tragfähigkeit von 12 Tonnen. Ja. Ja, die Sattelzugmaschine hat vielleicht 18, 20 Tonnen Gesamtgewicht. Und je schwerer die Sattelzugmaschine, umso weniger kann ich auf die Sattelplatte tun. Mhm. Aber wenn ich eine Sattelplatte, weil der Trailer sein Gewicht auf seine Achsen gleichmäßig und auf die Sattelplatte verteilt, wenn hier mir 5 Tonnen fehlen, dann fehlt dem Trailer insgesamt 10 Tonnen an Nutzlast, weil er, der Fahrer, der kann ja nicht immer den optimalen Schwerpunkt finden. Da trifft die Praxis die Theorie. Die Theorie, genau. Genau. Und das haben jetzt unsere Kunden mittlerweile auch gemerkt, aber auch die OEMs. Ja. Und das gibt es dann halt nochmal sozusagen die Initiative, ja gut, okay, dann lass uns halt Batterie in den Trailer verteilen, dann haben wir eine gleichmäßige Aufteilung und versuchen wieder die Sattelnutzlast zu maximieren, weil es bringt ja dem Kunden nichts, wenn er ein tolles, effizientes Fahrzeug hat, was dann halt keinen Nutzlast transportieren kann. Okay, aber die Batterien als solches im Trailer sind doch auch dann Last auf dem Sattel. Das stimmt, aber nicht auf die Sattelplatte, sondern wenn du es halt schlau machst auf die Achsaggregate des Trailers selbst. Okay, ja, das heißt, das Balancing da ist auch entscheidend. Genau, das Balancing ist entscheidend, die Auslegung ist entscheidend, Effizienz ist entscheidend. Das sind so viele Themen. Wir kommen wieder zurück zu deinem Thema. Es ist furchtbar komplex, aber auch technisch nicht unmöglich. Ja? Also wir machen. Und es wird wahrscheinlich auch nicht. Eure Lösung, wenn ich das so sagen darf, wird wahrscheinlich auch nicht für jeden eine Lösung darstellen, aber es gibt definitiv Anwendungsfälle, die ihr auch natürlich berechnet habt und euch sicher seid, dass es da Use Cases gibt, wo es eben, wir waren beim Punkt Wirtschaft, Wirtschaftlichkeit, klare Use Cases gibt, wo man eben auf der ganz praktischen, pragmatischen Ebene Neuerungen benötigt. Das dachte ich. Okay. Aber wir kommen ja nochmal zurück auf diese Diskussion ganz am Anfang mit den Intensivierung der EU und mehr Nutzlast. Die EU war dann schrittweise und hat gesagt, ja, elektrische Sattelzugmaschinen, ihr dürft dann nochmal 2 Tonnen haben. Mhm. Und dann liegen die sozusagen im maximalen Ausreizbaren der entsprechenden Achslasten. Ja. Und jetzt geben die dem Trailer nochmal 2 Tonnen. Das heißt, das Fahrzeug ist sozusagen auf Augenhöhe mit dem Intermodalverkehr. Und das bringt dann halt das System oder versetzt es in die Lage, 44 Tonnen, ne? Dass wir halt mit dem Gesamtgewicht von 44 Tonnen bei der Nutzlast wieder auf Augenhöhe sind mit konventionellen Sattelzug-Trailer-Kombinationen. Mhm. Ja, das heißt, der Effekt der schweren Batterie, gut verteilt auf beide Fahrzeuge, geht gegen Null. Ja, das heißt, es gibt keine Einschränkung mehr halt für die Use Cases. Es sei denn, jemand will wieder intermodal fahren, ja, dann passt es halt nicht mehr. Ja. Mhm. Aber intermodal fahren, wenn ich da nochmal vielleicht drauf zurückkomme, 150 Kilometer Radius, ist auch etwas, wo du keinen E-Trailer brauchst. Das könntest du sozusagen mit einer kleinen elektrischen Sattelzugmaschine. Ja. Dann hättest du halt Einbußen nur von 2 Tonnen. Mhm. Ja. Das heißt, ich reflektiere jetzt gerade, das heißt, durch diese regulatorischen Maßnahmen, die EU da jetzt gerade publiziert hat, ist sozusagen der Wettbewerb für euch ja eigentlich noch sportlicher dann geworden. Ja, nicht wirklich, weil die Sattelzugmaschine konnte und durfte und bis heute 2 Tonnen mehr wiegen. Aber selbst das ausgereizt bringt trotzdem halt das Thema reduzierte Reichweite und reduzierte Nutzlast mit sich. Also das Problem ist noch nicht gelöst. Erst durch den E-Trailer sind wir wieder auf Augenhöhe. Mhm. Ja, sowohl in der Reichweite als auch halt in der Maximierung der Nutzlast. Ja, okay. Gotcha. So, das heißt, ihr befindet euch gerade an dem Punkt, beziehungsweise du kannst es einmal kurz skizzieren, aus unternehmerischer, entwicklungstechnischer Sicht, wo steht Trailer Dynamics gerade? Also habt ihr Systeme im Einsatz als Startup? Genau, das ist ein guter Punkt. Ich hatte vor 2 Tagen eine Diskussion mit einem Venture-Kapitalist und der war von System Readiness Levels und so weiter am Sprechen. Ja, ja, genau. Und TRL. Und wir waren dann irgendwo am Sprechen, ob wir vielleicht bei 6 oder 7 oder 8 oder 9 sind und wir haben uns irgendwie. Sind bei 11. Genau. Und um das jetzt nochmal vielleicht für alle Hörer verständlich zu sagen, wo wir sind. Wir haben, wie eingangs erzählt, am Anfang waren wir mit einer PowerPoint. 2020 ist Krone, einer der größten Trailerhersteller in Europa, unser Gesellschafter geworden und auf einmal hatten wir sozusagen Trailerbau, Netzwerk, Industrie hinter uns und konnten tatsächlich relativ schnell mit denen einen Demonstrator 2021 bauen. Ja. Einen Schritt zurück. Bevor Krone bei uns eingestiegen ist, war sozusagen unsere erste
Gesellschafter PEM. Ja? Mhm. Also das heißt, die PEM GmbH, die Tochter sozusagen des Lehrstuhls, war dann halt glücklicherweise unser erster Investor sozusagen oder Gesellschafter, mhm. der auch das Know-how aus der ganzen Erfahrung, Street Scooter, was alles gut gegangen ist, und schief gegangen ist. Genau, mit Achim Kamka und sein Netzwerk war dann sozusagen für uns die Wissensbasis, dass man dann halt aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und ein richtig gutes Produkt mhm. auf die Straße bringt. Und auch aus den Erfolgen der Vergangenheit. Ich denke, absolut. Beides, ne? Wie ich gesagt habe, die Erfolge, aber auch die ja. Netzwerke drumherum, ja. wenn wir das LBBZ nennen, das eLab nennen und was auch immer. Ja, da sind dann halt super viele spannende Themen, die uns erst dann halt befähigten, entsprechend die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass Krone dann in dem Fall auf ja, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern die Reputation ja, und das ja. Know-how, weil die Firmen investieren in Menschen. Ja? Und manchmal haben so viele neue Kollegen aus dem PEM-Umfeld, dass Achim manchmal sagt, wir machen unsere ehemaligen Treffen jetzt demnächst bei euch, was ja sehr erfreulich ist. Das ist ja, ja der Grund, warum es uns auch in Aachen gibt, ja, weil einfach die RWTH eine gute Quelle für besonders für qualifizierte Menschen ist. Talent. Ja. Mhm. So, jetzt haben wir 21 den ersten Primotyp in Achims Sprache gebaut. Das, Demonstrator. Was vor dem Prototyp kommt. Absolut, absolut. Also, ja. Und hatten dann wir haben so eine Art mit Krone einen Meilenstein-Plan gebaut. Wir wollen erstmal, damit wir das Risiko auch sozusagen ein bisschen managen, gesagt, wir machen halt die und die und die Schritte. Und der erste Schritt war wirklich zu zeigen, dass unser digitales Modell, das prognostiziert, unter gewissen Umständen, wie viel einzusparen ist, mit diesem Primotyp erreicht wird. Und das haben wir dann Gott sei Dank mit akribischen Tests, haben wir dann Hakendrucker gemacht und haben gesagt, okay, das Fahrzeug fährt. Wir hatten wirklich Batterien und die ganze E-Technik auf die Ladefläche drauf getan, haben eine relativ primitive E-Achse gebaut. Mhm. Und das war erstmal die Funktion des Systems darzustellen. Die ne? Funktion, aber auch das Potenzial des Systems. Ja? Dass es ja. erstmal funktioniert, dass der Königszapfen, das ist unser Sensor, der dann sozusagen im Kontext des E-Bikes die Eingabe ja. macht. Genau, das ist sozusagen beim E-Bike die Pedale oder die Kurbel. Die Kurbel und der Drehmomentsensor in der Welle der Kurbel. Genau. Und bei uns ist das halt in der Kupplung des Königshapfens, ja, so heißt wo der. Wo die Sattelzugmaschine den Trailer trifft. Genau. Ja. Und als das dann erfüllt war, dann ging die Eskalation los. Ja. Wir hatten dann die IAA und dann kam dann der Eigentümer von Krone und hat gesagt, ja, ihr habt noch ein Jahr Zeit, könnt ihr da schon einen tollen Prototypen hinstellen. Und wir haben es wirklich geschafft, mit harter Arbeit einen tollen Prototypen auf die Messe zu stellen und einen zweiten und einen dritten fahrbaren draußen und einen vierten noch zur Validierung. Und das ist bei uns jetzt erstmal Design Freeze 1, wo wir viel auch gelernt haben aus den Primotypen. Ja. Und das ist der Entwicklungsstand, der aktuell jetzt auf der Straße ist. Ein Tag vor der Messe hat das erste Fahrzeug, also das Kundendemonstrationsfahrzeug damals mit Daimler, ein schwarzes Nummernschild bekommen als Prototyp. Ja. Ja. Und das war halt im Kontext cool. von Functional Safety und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ein Wunder. Ja, dass wir, das ist dass ein Meilenstein. Dass wir dann die Prüforganisationen denen wirklich ganz gut darstellen können, KBA und Landesregierung, dass das ein sicheres Fahrzeug ist. Ja. Der erste Schock am ersten Messetag, ich glaube Malmedy, kennst du den? Das ist irgend so ein Journalist aus, so ein Fernsehautojournalist, der hat sich dann in das Fahrzeug gesetzt und ist einfach losgefahren, ja, und ist dann wie mit dem Porsche da in der Gegend herumgefahren und wir so, nein, und sind dann, haben versucht, so mit dem Laptop hinter dem Fahrzeug herzugucken, um zu gucken, ob alle Funktionen wirklich funktionieren. Das war halt nicht so verabredet, Na klar. Und dann nach der sechsten Ampel ist dann irgendeiner von uns reingesprungen und dann alles gut verarbeitet. So langsam. Ja, das ist immer so bei so neuen Innovationen, die dann schon mal so noch auf wackeligen Stelzen präsentiert werden. Das ist immer so die absoluten Stressmomente für jeden Ingenieur. Für uns eine Grenze. Ich glaube, Achim kann wahrscheinlich auch ein Lied von singen von der Street Scooter. Absolut. Damals saß Frau Merkel in dem Street Scooter und hat das Ganze analysiert, das weiß ich noch. Genau, das ist, glaube ich, vielleicht so eine Anekdote oder eine Parallele, die man erzielt in der Erfahrung. Ja. Und für uns war das diese Erfahrung, mein Baby wird jetzt von jemand anders, ja, oder ist frei. Und das Loslösen oder Loslassen ist halt schon ein großer Akt, ja. Das kostet sehr viel Überwindung. Ja. Wir waren dann überrascht, dass dann, wir sind halt sozusagen ins kalte Wasser geschubst worden und es hat alles gut funktioniert, alle waren zufrieden.
Und dann kam dann halt der die Probleme, aber im positiven Sinn, ja. All die Leute, die das Fahrzeug dann auf der Messe gesehen haben, haben fleißig bestellt. Also ich glaube, seit der IAA im September letzten Jahres haben wir jetzt um die 4.000, weiß ich nicht, 200, 300 Fahrzeuge als Vorbestellung. Das ist ein Wert nahe von 1 Milliarde Euro. Ja. Ist natürlich für unsere Krone-Kollegen auch ein spannendes Feld, weil das ist so der Jahresumsatz, den die halt mit ihren Fahrzeugen bauen. Aber die bauen halt viele Tausende. Mhm. Im Trailer-Bereich, weil die haben ja auch den landwirtschaftlichen Bereich. Genau, im Landwirtschaft, also die Trailer- und Landwirtschaftsbereich geben sich immer so einmal die 50, Hand. 50-50. Okay. Mhm. Aber es gab auch nochmal positive Effekte, weil Krone, den E-Trailer, die sahen sehr mutig, ja, die haben das Zeug da dargestellt. Und auf einmal sehen dann halt die Logistikkunden, oh, Krone ist halt im Gegensatz zu dem Wettbewerb sehr innovativ. Und dann gab es dann auch Umsatzsteigerung bei konventionellen Trailer, weil halt, sagen wir mal, Innovation doch offensichtlich ausstrahlt. Ja. Und wir sind jetzt in einer Lage, wo wir auf einmal von unserem Erfolg überholt werden, nach dem Motto, ihr müsst jetzt liefern. Wir müssen liefern. Und die Leute stehen mit der Pistole auf der Brust und sagen, wo ist mein E-Trailer? Ja? Ich habe den doch bestellt. Da kommen wir wieder zum Punkt, es geht halt um Logistik bei euch und da werden die Dinge nicht in Emotionen, sondern in Zahlen bemessen. Genau. Und wir müssen dann halt den Leuten sagen, ja, wir haben euch versprochen, dass wir euch ein Qualitätsprodukt liefern. Das heißt, gibt uns Zeit natürlich für Validierung. Wir nutzen die Zeit aber auch halt für den Aufbau der Industrialisierung, der Skalierung. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass der Gesetzgeber, obwohl er sich zu meiner Überraschung sehr, sehr viel Mühe gibt in der Geschwindigkeit, die Zulassungsvoraussetzungen wahrscheinlich erst 2024 da sein werden. Mhm. Aber immerhin, ja. Es gab. Ja. Aber habt ihr die Produktion dann schon soweit? Vielleicht, ja. Wir bemühen uns. Ja. Nochmal auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Gesetzgeber hat bei vielen, sagen wir mal, Richtlinien einen angetriebenen E-Trailer gar nicht mitgedacht. Ja? Das, also, dass so verrückte Typen wie wir halt kommen, kann man dem Gesetz, kann man den Gesetzgeber nicht übel. Muss dann bloß die richtigen Kontakte haben, auch eventuelle Sondergenehmigungen und so weiter erwirken. Die haben sich alleine ergeben, weil der Gesetzgeber erstmal Druckpotenzial aufbaut. Und alle OEMs und sagen, oh, schaffen wir nicht. Und dann sagt er, ah, guck mal, die haben doch eine Lösung. Und auf einmal bringt er uns sozusagen zusammen. Und er leistet aber auch seinen Beitrag und sagt, okay. Auf Bundes- oder auf EU-Ebene? Auf EU-Ebene, aber auch auf Bundesebene, auf ganz, ganz vielen Ebenen, VDA und so weiter und so fort. Okay. Wo er sagt, okay, O3, O4 Fahrzeuge, das sind halt angezogene Trailer, sind nicht als Antrieb ausgelegt. R100, R13, you name it, ja, die ganzen entsprechenden Themen müssen halt angepasst werden. Also, magst du es kurz erläutern? R100 ist zum Beispiel die Requirement für die Sicherheit von batterieelektrischen Fahrzeugen, ja, Batteriecompartment, Crash-Sicherheit und so weiter. R13 sind Themen, die eigentlich viel mit Bremse zu tun haben, aber auf einmal hast du einen elektrischen Antrieb, der rekuperieren kann oder vielleicht ein Blending machen kann zwischen Reibbremse, Retarder und Rekuperation. Retarder? Retarder ist ein vom Retarded, also zurückgeblieben. Das ist eine verschleißfreie Bremse, auf Hochdeutsch gesagt. Mhm. Meistens als hydraulisches System. Ja, aber sie wirkt dissipativ. Ne? Genau, also genau. Genau, die macht wärmeerzeugend. Wobei immer, wenn du sagst energievernichtend, dann zuckt der Physiker. Ja, weiß ich. Also im Sinne von, wenn ich... In Wärme umwandeln. Ja? Ich meine Wärmeumwandlung. Genau, und eben, dissipativ, wie du es schon gesagt hast. Ja. Und die Alternative dazu ist dann halt rekuperativ, dass man dann halt wirklich diese Energie verschleißfrei wieder in einen Energiespeicher bringt. In unserem Fall dann Batterie. Ich musste gerade innerlich lachen, weil du gerade gesagt hast, der Physiker mich findet ziemlich nur, also für alle, die jetzt nur zuhören, du hast dich auch gerade gewunden, als ich zerstören gesagt habe. Du weißt, wie ich es meine. Das zweite Reizwort ist immer Quantensprung. Ich so, das ist die kleinstmögliche Änderung, das ist nichts Tolles, ja. Aber so ist halt die Sprache. Regulatorien, genau. Ihr müsst liefern. Wir müssen liefern, aber das ist noch ein ganz spannender Punkt. Und meine Frau hatte mir letztens gesagt, das ist unheimlich. Auf einmal sieht die EU, was dann halt passiert. Und dann sagen die OEMs die ganze Zeit, ja, wir wissen noch gar nicht, was die Trailer machen hinten. Die können ja groß und schlecht und so. Und dann sagen die, wisst ihr was? Wir machen jetzt auch Effizienzregeln für Trailer. Die Trailer müssen ab jetzt 15% weniger Fahrwiderstände haben. Und alle Trailerhersteller so, what the heck? Ja, das funktioniert doch nicht mit allen Maßnahmen, die wir haben. Und dann sagen die, ja, aber es gibt auch E-Trailer, die können kompensieren. Der E-Trailer wird dann als Zero-Emission-Vehicle jetzt deklariert. Das heißt, wir können Kompensationsarbeit machen. Und das Ergebnis ist, dass der E-Trailer so ein
Disruption, ja, ja. In dieser Branche ausübt, dass auf einmal unsere Wettbewerber zu uns kommen und sagen, könnt ihr uns helfen? Ja. Ja, und es gab halt eine Tendenz innerhalb von Krone vor der IAA, die gesagt haben, hey, tolle Innovation, das ist alles unseres. Aber auch Krone hat kein Interesse daran, dass halt ihre Wettbewerber sterben. Und auf einmal wird dann halt sozusagen Trailer Dynamics im Kontext von... Und daraus wird dann ein Ökosystem. Es wird dann ein Ökosystem. Ja. Wir werden sowas wie Tier-One-Lieferanten, hoffentlich, oder Entwicklungshelfer. Ja, das ist super. Und da kommt wieder das Thema Idealismus, inklusive... im Kapitalismus, wir sehen... Da treffen sich die Welten tatsächlich. Ja, aber die treffen sich sogar im Guten. Was wir lernen ist, meine ich auch. Wenn wir unseren Marktbegleitern heute helfen, dann können wir gemeinsam auch skalieren. Wir können uns einigen auf Standards. Wir können uns gegenseitig helfen, sozusagen Safety Regulations und was auch immer da einzubringen und setzen sozusagen neue Standards. Ja. Thema Kollaboration. Ich gebe im im November diesen Jahres auf der Conference for Production Systems and Logistics in Stellenbosch in Südafrika einen Vortrag. Wenn du jetzt entscheiden solltest, was man da an Innovation vorstellen sollte, Thema Logistik, das ist eine Frage, an die ich habe natürlich auch eigene Vorstellung, in Bezug auf Forschung und Industriekollaboration. Was würdest du anführen? Wo würdest du sagen, sind jetzt hinsichtlich eures Konzeptes, hinsichtlich Effizienzsteigerung bzw. auch Emissionsverringerung auf der Seite, wo sind so wichtige Stellschrauben, wo du euren Marktbegleitern auch nahelegen würdest, hey Leute, wir haben volle Hütte, wir müssen gerade unsere Themen entwickeln. Das sind aber auch noch Themen, die sollten wir parallel auch noch angehen. Was sind so deine Top-Themen, wo du sagen würdest, im Bereich des angetriebenen Trailers für die Logistik, da sollten wir drauf eingehen. Ich hatte, glaube ich, gestern von einem unserer gemeinsamen Freunde, Patrick, hatte ja seine Prüfung gemacht und hatte das Nebenthema Carbon Emission Capturing oder sowas und hatte uns durch einen, ich dachte am Anfang, was ist er bescheuert oder was? Was will er uns hier erzählen? Ja, es war relativ, der Spannungsbogen war ziemlich hoch und er kam dann am Ende zum Schluss, dass es technisch viele interessante Lösungen gibt, die aber ökonomisch oder ökologisch keinen Sinn machen. Und eines der Mitnahmen, die ich dann habe, also Insights, ja, die ich dann gesehen habe, war, es gibt natürliche CO2-Senken wie Aufforstung und so weiter und so fort oder Direct Emission Carbon Capturing, was alles gut funktioniert. Mhm. Aber das Beste, was wir machen können, ist halt überhaupt gar keine fossilen Energien nutzen. Ja. Das heißt, wir müssen Closed-Loop-System halt. Genau. Und was ich halt in Afrika sehe, und das Der Physiker, ne, die Sonne ist ja nicht im Closed-Loop. Alles gut. Wir haben natürlich Herausforderungen. Aber was halt spannend ist im Kontext von Afrika, und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel an Telefone nachdenken, die Leute das Thema leitungsgebundene Telefone komplett übersprungen haben. Die mussten die Infrastruktur nicht bauen. Und jeder in Afrika hat heute ein Handy. Und die machen halt vieles über Handys. Bezahlungen, Social Media und so weiter und so fort. Und die Hoffnung ist, weil Afrika viel Sonne hat, vielleicht auch die entsprechenden Flächen, Wind, vielleicht Südafrika, ganz spannend, dass man dann vielleicht dieses Thema Ausbau der fossilen Energieträger und Infrastruktur überspringt. Ja, ich meinte jetzt, unmittelbar zu einer dezentralen, nachhaltigen Energiewirtschaft geht und vielleicht direkt in kleinere und große... Sleepfrogging, ja. Genau. Genau, bin ich bei dir. Aber meine Frage war jetzt gar nicht auf sozusagen den Kontinent bezogen, beziehungsweise das Land, sondern auf die Logistik. Konferenz, wie gesagt, Conference for Production Systems and Logistics. Und ihr seid ja ein Lösungsbringer im Bereich der Logistik. Und jetzt mit eurer Lösung, wenn du jetzt euren Wettbewerbern oder Marktbegleitern, so wie wir es schon mal genannt haben, eben auch mitteilen wirst auf einer kollegialen Ebene, hey, da und da müssen wir alle noch gemeinsam wirklich dran arbeiten, hinsichtlich des Trailers, hinsichtlich getriebener Fahrzeuge, also elektrisch getriebene Fahrzeuge. Und da wollte ich die Brücke gerade hinbauen. Ach so, dann hol mich da gerne nochmal ab, weil dann, du hast, so wie Patrick es auch gerade einen Spannungsbogen gebaut. wir waren gerade beim Leapfrogging der erneuerbaren Technologien und jetzt kommen wir zum Trailer, okay? Und wir kommen zum Trailer insofern, weil auch dort
die Trajektorie der Transportlogistik extrem nach oben schnellt. Also ja. Wir sehen auch in Afrika ähnliche Tendenzen, dass dann Industrie, verarbeitendes Gewerbe, auch Haushalte und so weiter immer weniger Energie verbrauchen, effizienter werden, aber durch das hohe Verkehrsaufkommen halt der Verkehrssektor nicht wirklich dekarbonisiert wird. Aber was wir sagen wollen ist, dass es schon Technologien gibt, die heute schon günstiger sind und effizienter und, sagen wir mal, moderner sind als das, was man dann halt bisher dort kannte. Und man gewissermaßen mit dem E-Trailer und mit anderen Lösungen, die auch sehr, sehr gut sind, vielleicht auch auf der landwirtschaftlichen Seite, Elektro-Traktoren, bis zu einem gewissen Grad wird das möglich sein. Absolut. Und eines der Hürden ist halt Kapital. Ja? Diese Sachen sind kapitalintensiv, aber wir müssen halt gemeinsam in diesem größeren Kontext daran arbeiten, auch mit Kapitalinstrumenten den Leuten zu ermöglichen, halt in nachhaltige Technologien heute zu investieren und statt halt 20 Jahre zu warten, bis halt aus Europa oder Amerika irgendwas rüberkommt. Dass die Investmentbereitschaft größer ist. Und ich glaube, dass als Startup seht ihr diesen Punkt halt auch aus nächster Nähe. Absolut. Und arbeiten an Lösungen. Also wie das Angel Investing und so weiter gerade funktioniert. Genau. Und ich habe jetzt deinen Fragenkatalog halt irgendwie nicht mehr ganz im Auge, aber wir haben wenn du mir erlaubst, halt wirklich diese Herausforderung. Wir haben das Thema Ladeinfrastruktur. Ja. Und also deine Frage, es gibt keinen Fragenkatalog, du meinst jetzt hinsichtlich der technischen Frage. Genau. Ja, wenn wir dieses Thema noch irgendwo abarbeiten, werden wir dann ganz schnell immer also auf dieses Hashtag Thema. Also Hashtag Megawatt Charging. Also Ladeinfrastruktur im Allgemeinen, das Netzwerk dahinter. Aber auch halt, all diese Lösungen sind halt kapitalintensiv. Du musst halt jemanden finden, der langfristig an dieses Thema glaubt und auch bereit ist, die Risiken mitzugehen und zu sagen, weißt du was, ich glaube, das funktioniert und ich investiere richtig viel Geld in das Thema. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber weil ihr baut eine technische Lösung auf und die Antwort, die du mir gerade gibst, ist zu einem gewissen Grad technisch, aber ich glaube, mindestens genauso viel schwingt da der Punkt des Investments mit, aber auch der ganzen gesellschaftlichen Ausrichtung, Politik, du hast eben das Leapfrogging erwähnt, das ist ja, klar ist es auch technisch getrieben, aber es ist auch ein Punkt, der teilweise auch politisch begleitet wird. Das heißt, ich nehme mir mit, ihr habt schon die perfekte Lösung für den Trailer und alles Weitere wird dann auch noch folgen. Absolut. Und Veränderung tut manchmal weh. Ich hatte früher einen VW T3 Diesel und auf einmal stand ich da und durfte nicht mehr nach Köln fahren, weil auf einmal Euro 4 sein musste und ich hatte halt die Totenkopf-Plakette. Die Message ist halt, die Politik spielt da eine sehr große Rolle. Gäbe es diese Vorgabe nicht, ihr müsst jetzt Reduktionen führen bei den Diesel, gäbe es uns auch nicht. Wir sind sozusagen die Lösung eines politischen Rahmens. Eines geschaffenen Bedarfs durch Regularien. Der natürlich notwendig ist. Wir können ja den Klimawechsel und die Implikationen der fossilen Energie nicht leugnen. Aber in Richtung der jungen Generation gibt es halt auch nochmal eine andere Alternative als Protest. Protest ist wichtig und der hilft, aber wir müssen ja auch aus technischer Sicht Lösungen anbieten. Und was ich halt ganz toll finde im Kontext von nochmal Achim Kamka ist halt, Ingenieure retten die Welt, also so einfach als Idee. Retten die Erde, genau. Und die Welt, vielleicht geht es ja über die Erde hinaus irgendwann mal. Dass wir vielleicht auch das als Aufgabe mitnehmen. Ja, wir können unser Wissen, unser Können auch in Waffen oder destruktive Sachen einführen, aber wir können auch die Energie sinnvoll nutzen. Sinnvoll nutzen und nachhaltig. Und das Spannende ist, das hatte ich auch gestern oder vorgestern zum ersten Mal gehört, warum Deutschland, die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg und Japan so floriert haben und technologisch aufgeholt haben, ist, dass die halt im Kontext des Kalten Krieges gar nicht involviert waren. Durften die nicht. Die anderen haben alle in Waffen investiert. Ich glaube, das warst du, Alexander, der mir das Thema erzählt hat. Und die anderen hatten dann halt viel Freizeit, um halt Consumer Electronics oder Autos zu bauen. Und deswegen sind wir halt so gut. Wo ein Fuß dann oder eine Innovation auf der anderen aufbauen konnte, wir zum Smartphone, zum Laptop und zum Elektroauto gekommen sind. Absolut. Und dann noch bald zum Elektro-Trailer, den wir auf allen Straßen dann sehen werden. Super. Ja, Abdullah, ich freue mich, dass du uns heute besucht hast. Wir vielen Dank ausgiebig für die Einladung. Über das Thema diskutieren konnten, uns unterhalten konnten und viele Punkte aufgedeckt haben, die eben die Innovation der Zukunft ermöglichen wird. Super. In dem Sinne, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Dankeschön.